ausgleichen. Oder warte, ne. Komm, ich mach nochmal. Ja, jetzt schaue ich mich einfach mal hier ein bisschen um in dieser Vulkanfestung. Kann nicht so schwer sein, dass hier nichts gibt oder so. Komm. So. Mal gucken, was hier jetzt so alles. Was kann der eigentlich machen? Wo finde ich die anderen Meister? Ne, die will ich nicht. Ich geh mal in die Küche, vielleicht kann der mir jemanden geben. Zeigen. Du bist neu hier, was? Ja, ich bin noch nicht lange hier. Dann steht dir eine Schüssel Eintopf zu. Hier, isst das und dann verschwinde. Oder besser noch, verschwinde erst und iss dann. Guck mal, was es hier noch so gibt. Ich geh mal hier unten rein. Du, was ist los? Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Ich habe eben was getrunken, Entschuldigung. Verstanden, wie soll ich vorgehen? Verstanden, wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. So. Gut. Was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen. Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Du weißt, was zu tun ist. Du wirst dich darum kümmern, Rekrut. Toll, jetzt muss ich jetzt auch noch den Mord hier aufklären. Das ist geil. Dann guck ich mal, was der hier alles... Ein Küchenmesser. Eine Kiste. Das Spiel hier Tat oder was? Dietrich mit dem Talent ersetzt fast jeden Schlüssel. Pfanne habe ich eigentlich zwar, aber ist mir jetzt auch egal. Wurst. Krautpaket. Noch ein Pfund dort und da ist Wein. Was ist das alle? Geldbeutel. Guck mal, der Tatort sofort untersucht, das ist ja auch geil. Jetzt. Ah, jetzt muss ich bestimmt befragen, die Leute. Hey, neu hier, was? Ich bin Kaspar. Ich sag's dir gleich. Ich bin nicht hier, um deinen Dreck wegzumachen. Also halte deine Kammer sauber. Okay, der ist nicht dazu da. Dann rede ich mal mit Vitos oder wie der heißt nochmal. Hemmler ist ermordet worden. Ja, Neuigkeiten sprechen sich schnell rum. Bald weiß die ganze Vulkanfestung davon. Aber natürlich hat niemand etwas gesehen oder gehört. Das erschwert mir die Suche nach dem Mörder. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Wegen Hemmler. Wegen Hemmler. Wann ist der Mord geschehen? Hemmler wurde getötet, als du angekommen bist. Seitdem hat niemand die Festung verlassen. Wir müssen daher davon ausgehen... Dass der Mörder immer noch hier ist. Du benutzt deinen Verstand. Du bist eine gute Wahl. Warum ist Hemmler ermordet worden? Das ist eine gute Frage. Dort solltest du ansetzen. Wenn du das Motiv kennst, wirst du auch den Mörder finden. Wo soll ich anfangen? Am Tatort. Der Novize Kaspar ist verantwortlich für die Schlafkammern. Vielleicht weiß er etwas. Er handelt auch mit vielen der Rekruten. Dann bekommt er sicher einiges mit. Sprich mit ihm. Er soll dir helfen. Mit dem habe ich doch schon gerade geredet. Boah, Alter, ja. So, du handelst mit Rekruten? Ja. Du handelst mit den Rekruten? Ich handle mit jedem, der Gold hat. Nur kein Kraut und keine Waffen. Alles andere kann ich dir besorgen. Ich habe einen Auftrag vom Inquisitor bekommen. Tatsächlich? Und? Was will der Alte von dir? Ich soll den Mörder von Hemmler finden. Ach du Scheiße. Gut, dass ich nichts damit zu tun habe. Das ist so nicht ganz richtig. Meister Vitus sagte nämlich, du sollst mir bei der Suche helfen. Was? Machst du Witze? Nein. Na toll. Warum werde ich immer in solche Sachen reingezogen?
Na schön. Schätze, ich helfe dir lieber, bevor ich noch Ärger kriege. Ich muss das sowieso machen. Dann erzähl mir mal, was du über Hemmler weißt. Er war auch ein Knastbruder. Ein verschwiegener Bursche, der still und heimlich seine Geschäfte gemacht hat. Still und heimlich ist nicht gerade das, was uns weiterbringt. Dann such nach Hinweisen. Hast du dich schon in seiner Kammer umgesehen? Ich habe Hemmler und seine Schlafkammer durchsucht. Und? Was hast du gefunden? Ein paar Krautstängel. Das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich war er unser Krauthändler. Aha. Und woher hat Hemmler seine Ware bekommen? Da er nicht selbst angebaut hat, wird er das Zeug von draußen gekriegt haben. Aber warte mal. Hemmler selbst durfte die Vulkanfestung gar nicht verlassen. Also muss er einen Partner gehabt haben, der ihm Nachschub liefern konnte. Ein Messer? Ein Messer. Da klebt Blut an der Klinge. Vermutlich die Tatwaffe. Hast du das Messer schon mal gesehen? Es sieht aus wie eins von Harlocks Küchenmessern. Aber sicher bin ich mir nicht. Ein wenig Gold. Hemmler hat mit seinen Geschäften ganz gut verdient. Was denn, die paar Münzen? Das sieht nicht nach guten Geschäften aus. Vergiss die Münzen. Er hatte sein Gold nie bei sich. Angeblich hat er es irgendwo in der Festung versteckt. Etwas Nahrung. Gut, das kannst du aufessen. Ich glaube nicht, dass die eine Rolle spielt. Du weißt nicht zufällig, wer der Partner in Frage kommt. Du weißt nicht zufällig, wer als Partner in Frage kommt? Also ich bin's nicht. Nun, es muss jemand sein, der die Festung verlassen kann. Ich schätze, da kommen viele in Frage. Keine Ahnung, ich bin nicht der Verwalter. Sprich doch mal mit Meister Pallas, der ist doch für das Tor zuständig. Okay, dann rede ich mal mit Meister Pallas, ich speichere aber mal vorher wieder. Ich brauche die Namen von allen, die die Vulkanfestung verlassen dürfen. Aha. Und wofür brauchst du diese Namen? Ich führe Ermittlungen im Mordfall Hemmler durch. So, so. Du bist also damit beauftragt worden. Ich hoffe, dass du darüber deine Grundausbildung nicht vernachlässigst. Natürlich nicht. So, dann sag mir, was du bereits getan hast. Dann helfe ich dir. Ich habe einen Kampf gegen Tucker gewonnen. Na ja, sehr schön. Training ist wichtig. Dann will ich dir auch weiterhelfen. Ich habe hier eine Liste. Darauf sind die Namen aller verzeichnet, die in letzter Zeit die Festung verlassen haben. Das wird mir weiterhelfen. Gut, dann finde diesen Mörder. So, und jetzt die Liste. Das ist nicht die Liste. Die Liste von Meister Pelch. Ah, nee, das ist der nicht. Carlsen, Rekrut, Schmied. Okay. Carlsen, dann rede ich erstmal mit Carlsen, das ist der Schmied. Oh, wieso macht er das manchmal? Das ist der Schmied, der steht da. Kanntest du Hemmler? Junge, wir leben hier alle zusammen. Jemand nicht zu kennen, ist verdammt schwierig. Hattest du viel mit ihm zu tun? Nein. Er hat sich seinen Stab geholt und... Und was? Naja, ab und zu hat er mir Brauke besorgt. Hey, aber ich habe ihn immer gut dafür bezahlt. Hast du dieses Messer schon mal gesehen? Hey, da ist ja Blut an der Waffe. Wurde damit etwa Hemmler umgebracht? Schon möglich. Und? Kennst du das Messer oder nicht? Ja, das habe ich mal geschliffen. Das ist eins von Harlocks Küchenmessern. Bist du sicher? Willst du mich beleidigen? Klar bin ich mir sicher. Gut, dann muss ich weiter gucken. Ich gucke dann Tucker, Harlock, dann rede ich erstmal mit Tucker, weil der ist nämlich hier genau in der Nähe. Da. Was kannst du mir über Hemmler erzählen? Hemmler? Hemmler ist tot. Was weißt du noch über ihn? Er war oft bei Harlock in der Küche. Und? Harlock ist keiner von den Typen, die viel quatschen.
Aber anscheinend hatten die beiden sich einiges zu erzählen. Wenn irgendwer was weiß, dann Harlock. Ich will stärker werden, ne? Dann jetzt kommt nämlich Harlock, glaube ich, auf der Liste, oder? Genau, Harlock. Ich gehe einfach mal die ganze Liste einfach alphabetisch durch. Also von hier alphabetisch. Und dann müsste ich eigentlich. Fass hier bloß nichts an! Tucker sagt, dass du oft mit Hemmler gequatscht hast. Er war oft hier, weil er gutes Essen zu schätzen wusste. Ach, komm. Wenn du es unbedingt wissen willst. Wir haben übers Kochen geredet. Stärkender Eintopf, Weisheitssuppe, gute Kekse. Dafür hat Hemmler sich interessiert. Das soll ich glauben? Dass ihr Kochrezepte ausgetauscht habt? Mir ist völlig egal, was du glaubst. Küchenmesserzeit. Kennst du diese Klinge? Hab ich noch nie gesehen. Du hast sie dir gar nicht richtig angesehen. Hör zu, das ist nicht mein Messer. Und jetzt verschwinde. Carlson kennt dieses Messer. Was geht mich das an? Er weiß, dass es eins von deinen ist. Bei allen Seeungeheuern, was willst du von mir? Dein Messer ist die Mordwaffe. Das macht dich verdächtig. Ah ja, vielleicht wurde mir das Messer ja gestohlen. Vielleicht will jemand nur den Verdacht auf mich lenken. Schon mal daran gedacht, du Schlaukopf. Sehr geschlechter Mensch. Und dann gehe ich mal weiter die Liste durch. Jetzt. Gut. Mit Enzo, aber guck ich mal einfach nicht durch. Was steht hier? Ich geh mal nach unten. Stimmt, warte. War das? Ja. Enzo, was ist mit Enzo? Sieht das gut aus? Hier sind ja überall Schlafräume, vielleicht schläft er irgendwo, kann ja auch sein. Guck ich mal. Nein. Wo ist denn dann Enzo? Steht er vielleicht dabei? Ich glaube, ich muss was überlegen. Wo steht er dann? Da ist einer. Nicht zurückwärts. Ich habe nur eine Tastatur, deshalb vielleicht. Hey, Bruder, warte mal! Was ist los? Du kannst den Friedhof nicht betreten, also geh wieder trainieren. Okay, da ist auch kein Enzo. Ich darf ja auch nicht aus der Vulkanfestung raus, weil da war ja vor der Vulkanfestung war auch noch ein Turm, das weiß ich nicht genau. Ich komme da nicht raus, Enzo. Lese ich jetzt falsch? Enzo, Novize. Stehen als Novize. Kann der denn sein? Gut. Gucken, was hier los ist. Halt! Solange Meister Vitus dir keine Erlaubnis erteilt, wirst du dich vom oberen Bereich der Festung fernhalten. Enzo. Weißt du was, dann rede ich erstmal mit den anderen. Wer ist denn der Nächste? Ash. Enzo. Ash.
betreten mit Kasper. Der ist nämlich da unten. Links und rechts. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Die sind wahrscheinlich da oben. Oh, Kasper. Ich habe eine Liste von Meister Pallas bekommen. Zeig doch mal. Sehr gut. Irgendeiner von ihnen muss der Partner von Himmler sein. Du solltest mal mit jedem Einzelnen reden. Allerdings halten sich Enzo und Ash tagsüber im oberen Bereich der Festung auf. Wenn du mit ihnen sprechen willst, musst du warten, bis sie nachts ihre Schlafkammern aufsuchen. Oder du beendest deine Grundausbildung. Dann bekommst du auch Zugang zum oberen Bereich der Festung. Was ist mit dir? Du stehst auch auf der Liste. Ich bin es nicht. Vielleicht lügst du. Würde ich dir dann helfen? Also streich mich endlich von der Liste. Lass uns lieber um die anderen kümmern. Okay, wer steht denn danach auf der Liste? Taylor. Komm. So. Es ist jetzt blöd, dass ich nicht in den oberen Bereich kann. Ich bin letztes Jahr nicht gewohnt, das war das Problem. Wer war das nochmal? Das war Bruno. Taylor. Rekrut, hä? Ich bin nicht für dich zuständig. Geh zu Bruno. Taylor. Gibt's noch einen Taylor? Weißt du was, ich warte jetzt einfach, bis es Nacht ist. Irgendwie speichern wir mal wieder. Hier speichern. Dann muss es ja irgendwie gehen. Ich versuche jetzt einfach nochmal die Ausbildung bei dem zu sehen. Ich will wieder gegen. Aber. Mach dich jetzt sogar schon fertig. Vielleicht wird er auch immer stärker, wenn er gegen mich gewinnt. Kann das sein? Dann komm her! Ja! Yeah. Geld abnehmen. Ein paar Münzen habe ich mir aber verdient. Mit Stab aufkommen. Ich will meinen Kampf. Kein. So, unterrichte. Wie du. An. Das. Wenn du im richtigen Moment. Noch einmal. Du brauchst. Noch einmal. Du brauchst. Noch einmal. Du. Ja, toll, jetzt habe ich kein Geld mehr, der hat mir alles geklaut. Geil. Ich muss wieder meinen Stab ausrüsten. So blöd echt jetzt. Naja, ich mach dann hier einfach mal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Denn, ja. Ich wollte jetzt einfach nur mal wieder Folgen hochbringen, weil ich habe keine Folgen mehr vermissen. Ich nehme auf jeden Fall nachher wieder irgendwann einen Aufruhr oder so, nochmal richtig eine Stunde und so und dann mal schauen, ne? Dann bis denn. Tschüss.